Immer noch unterwegs. Ich glaube, ich mache gleich eine kleine Pause hier nach der. Möge das Grün euch behüten. Willkommen in unserer verschlafenen kleinen Stadt namens Waldenhain, Reisende. Wir machen den besten goldenen Honigmet, ungewöhnlich und schmackhaft auf der Zunge. Nun, das tun wir, wenn wir nicht alle durcheinander sind. Was meint ihr? Wir haben da eine Reihe von Bienenstöcken, wisst ihr? Wir wollten ein Stück des Waldes roden, um zu expandieren. Und wir haben eigens einen Magier angeheuert, der dafür sorgen sollte. Jetzt hört man plötzlich überall in der Stadt, es gäbe da irgendein Problem. Aber ich kenne die Einzelheiten nicht. Mit wem soll ich sprechen, falls ich euch aushelfen möchte? Ich würde sagen, ihr sprecht am besten mit Baumtane Ranit. Sie leitet unsere kleine Stadt hier. Sie hat das größte Haus in der Stadt. Das mit den zwei Knollen. Man kann es gar nicht verfehlen. Einen schönen Tag noch, Reisende. Das werde ich tun. Und ich glaube, das kann ich jetzt einfach mal so ansprechen hier, was ich sage. Ich hatte... Das geht jetzt in die private Schiene. Ich hatte mir vor 2,5 Jahren ein Handy gekauft. Mit Vertrag. Also ein Handy gut bezahlt natürlich. Weil ich das unbedingt in der Farbe haben wollte. Und dann halt einen Vertrag laufen. So. Vertrag übrigens von O2. Habe ich 2,5 Jahre laufen lassen. So. Nur habe ich ein neues Handy, habe ja natürlich einen neuen Vertrag darüber. Habe das Handy dafür dann auch günstig bekommen. Sehr günstig. Und, sagen wir mal, für 1 Euro. Und wollte diesen Vertrag jetzt kündigen. Bei O2, ne? Habe das dann also vorgemerkt, habe dann angerufen. Und der Mensch von O2 war dann zuerst freundlich. Ich habe ihm nur mein Anliegen erklärt, dass ich gerne den gekündigt haben wollte. Denn meine Frage, ob ich das umwandeln kann in so eine Prepaid-Lösung, war nicht möglich. Dann war meine Antwort die Antwort ja prinzipiell schon gegeben, ne? Dann wollte er mir was verkaufen. Und da müsst ihr dann äußerst zuhören, wenn ihr sowas auch habt, irgendwann. Na, und dann hat einen Vertrag kündigt. Ne, der hat dann angefangen, glaube ich, mit 14 Euro im Monat. Dann hat er mir ein zweites Angebot unterteilt, bla bla bla. Dann könnte man das, das kostet dann 9 Euro im Monat. Und zur Erklärung, eine Prepaid-Lösung kostet mich nur dann was, wenn ich anrufe. Und da lade ich Geld drauf und das kostet mich nichts im Monat, wenn ich da nichts zahle oder nichts mache mit. Oder mit einem zweiten Handy mache ich halt nicht. Uiuiui, ist ja gut. Mache ich ja nichts anderes. Ja, dann ist er runtergegangen auf 4,90 Euro. Mit irgendeinem anderen Angebot. Dann könnte ich die Rufnummer behalten. Müsste aber das. Dann gibt es aber einen neuen Vertrag mit 24 Monate. Und da habe ich gesagt: Nö, ich möchte dann doch lieber. Ich möchte lieber kündigen. Also lieber komplett kündigen. Dann wollte er mich loswerden, aber so richtig auf die energische Tour. Also man hat richtig gespürt übers Telefon, dass der nicht erfreut war. Und das ist ein großes Manko, weil normalerweise sollte man sagen, tut mir leid, tut uns leid, dass sie sich für die Kündigung entschieden haben. Oder das ist sehr schade. Wir würden uns trotzdem freuen, wenn sie noch bei uns sind. Weil so bin ich jetzt tatsächlich irgendwie... doch der Meinung, dass ich vielleicht mir dann eine andere Prepaid-Karte von einer anderen vom anderen Geschäft holen würde. Und nicht von O2. Da sollte man sich eigentlich mal Gedanken machen. So, das mal so rausposaunt. Weil sonst habe ich mit O2 eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber das war ein sehr schlechter der hat so auf ganz energische Weise einen schönen Tag noch gewünscht. Einen schönen Tag noch, das klingt so wie alles klar, so nach dem Motto, alles klar, fick dich ins Knie, Punkt. So hört sich für mich einen schönen Tag noch an.
Wenn ich jemanden verabschiede, sag ich Tschüss. Oder auf Wiedersehen. Oder vielen Dank. Aber nicht einen schönen Tag noch, das ist keine Verabschiedung. So, also ein bisschen Freundlichkeit ist nicht verkehrt an den Tag. Und jetzt geht es übrigens weiter. Aua, scheiße, ich bin abgerutscht. So. Das mal so dahingestellt. Braumtane Ranit. Ah, willkommen. Im Moment habe ich einen Gast. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Jemand, mit dem ich auf dem Weg in die Stadt sprach, erwähnte, ihr hättet irgendein Problem. Ah, die Leute verbreiten schnell Gerüchte. Da habt ihr schon die Wahrheit gehört. Wir haben einen Altmeermagier angeworben, der den Wald oberhalb des Dorfes roden sollte, um mehr Platz für unsere Bienenstöcke zu schaffen. Er ist jetzt schon ein paar Tage hier. Und wenn er seinen Vertrag nicht bald erfüllt... Ich verstehe nicht ganz, wo das Problem liegt. Nun, wenn er den Vertrag nicht bald erfüllt, dann wird er seine Frau essen müssen. Alania scheint mir ein wunderbares Mädchen zu sein. Und ich will nicht, dass das passiert. Was? Warum? Wir sind einfache Leute hier und wissen nur wenig über Magie. Als Teil unseres Vertrags hat Alania sich als Paktgeisel angeboten. Ich möchte Meister Pirkalmo gerne mehr Zeit für das Wirken seiner Magie einräumen, aber er hat nicht mehr viel Spielraum. Gibt es einen Weg, wie ich verhindern kann, dass das passiert? Im Zelt des Magiers sind einige Papiere und persönliche Gegenstände. Vielleicht könnt ihr nachschauen, ob irgendetwas davon die Verzögerung erklärt. Und... vielleicht kann Alania euch einen Hinweis geben, wonach ihr suchen solltet. Ihr werdet sein Zelt durchsuchen? Ich werde. Ich bitte zum Grün, dass ihr uns dabei helfen könnt, dies alles aufzuklären. Keiner hier möchte, dass dieser Vertrag scheitert. Könnt ihr mir noch mehr über diesen Vertrag erzählen? Ja, das kann ich. Wir haben Pirkalmo angeworben, um die Bäume oberhalb des Dorfs zu roden. Wir sind eine fromme Gemeinde und wir halten uns so genau wie möglich an den grünen Pakt. Die Bäume zu unserem eigenen Vorteil zu fällen, wäre ein klarer Verstoß gegen unseren Glauben. Der grüne Pakt? Das ist die Philosophie, die religiöse Weltsicht des Großteils meines Volkes. Wir erachten den Wald als heilig und der Pakt verbietet uns, Pflanzen und Bäumen Schaden zuzufügen. Es kann manchmal etwas unbequem sein, unserem Glauben treu zu bleiben. Aber wir schaffen es. Es ist also in Ordnung, wenn Pirkalmo die Bäume entfernt, aber nicht ihr? Ja. Es ist uns verboten, dem Wald durch unser direktes Handeln zu schaden. Aber wenn ein Ungläubiger, ein Außenseiter die Bäume rodet, insbesondere dann, wenn es uns Gläubigen zugutekommt, das ist kein Problem. Warum aber ein Magier? Könnt ihr nicht jeder diese Bäume roden? Ja, natürlich. Bevor Pirkalmo in die Stadt kam, wollten wir ein paar Khajiit aus Knokar anheuern, um die Arbeit zu übernehmen. Aber als er und Alania hier eintrafen, hat er uns gefragt, ob er sich irgendwie nützlich machen könnte. Also haben wir sein Angebot angenommen. Könnt ihr mir diese Sache mit dem Pakt Geisel erklären? Das ist etwas komplizierter. Bei dieser ganzen Angelegenheit geht es um einen Vertrag, der gewährleistet, dass ungleiche Partner gleich behandelt werden. Pirkalmo ist ein Magier. Mächtig und belesen. Wir sind nur einfache Brauer. Aber warum sollte er sie essen müssen? Laut unserer Tradition ist die Paktgeisel eine Garantie, dass die mächtigere Partei ihren Teil der Abmachung auch tatsächlich einhält. Wenn Pirkalmo seinen Teil des Vertrags nicht erfüllt, sind wir gezwungen, seine Frau zu kochen und sie ihm als Untrappa zu servieren. Kannibalismus? Und Trapper? Auf Tamrielisch könnte man es mit Wiedergutmachung übersetzen. Bei uns heißt es, dass man seine Sünden isst, wenn man gezwungen wird, die Untrapper zu verspeisen. Man muss sein eigenes Scheitern in sich aufnehmen. Alter, das könnt ihr doch nicht machen. Ey Leute von Cinemax, habt ihr einen Arsch offen? Seid ihr... Also diese Drogen, die will ich auch haben. Alter.
Jetzt sind die hier, erst sind die so auf einem total verwirren Questpfad mit total komisch grammatikalisch ausgesprochenem Deutsch. Und jetzt geht's hier ab in Kannibalismus über. Alter Schwede. Dieses Spiel ist für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. Alter. Sind sie gezwungen? Alter, spult zurück und hört euch nochmal das an, was sie gerade gesagt hat. Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich ein sehr leckeres Getränk. Eine Geisel des Pakts zu sein, erweist sich wirklich als sehr angenehm. Ach, das ist die, die gekocht werden soll. Renet macht sich Sorgen wegen Pirkalmo. Sie hat vorgeschlagen, dass ich mit euch spreche. Oh, dieser törichte Pirkalmo. Ja, er lässt sich Zeit, keine Sorge. Er wird das schon richtig hinbekommen. Ich wette, er hat bloß irgendwelche Komponenten für das Ritual vergessen. Oder sogar das ganze Ritual selbst. Das ist ihm auch schon mal passiert. Dieser törichte Pirkalmo. Glaubt ihr, dass er dann vielleicht etwas Hilfe brauchen könnte? Ich wette, er würde jede Hilfe zu schätzen wissen, die ihr ihm gewähren könnt. Pirkalmo ist eine freundliche und sanfte Seele. In der Gilde war ihm das keine große Hilfe. Aber ich liebe ihn dafür umso mehr. Habt ihr keine Angst? Oh, nein, 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 ganz und gar nicht. Ranit war sehr freundlich zu mir und Pirkalmo hat mir alles über diese Geiselsache erzählt. Er meint, das wäre nur eine reine Formalität und ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Also mache ich mir auch keine. Ach, diese Arroganz der Altmer, das ist immer so schön. Nachher heißt es denn. Oh, du wirst jetzt gekocht. Das ist sehr schade. Da verspeisen wir dich deinem Ehemann als Getränk. Alter, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Ich sehe es schon kommen. Ich darf entscheiden, was passiert mit dir. Das passiert, ey, dann sind die Questen mal richtige Arschlöcher. Picamos Einkaufsliste, neues Buch entdeckt und unvollendeter Brief nach Summer's End, Notumkehr, Kapitel. Was ist denn das? Ah, Tinte und Schreib. Aber ich glaube, das gehört aber mit zum Dings. Also lese ich das mal vor. Tamrielische Kalligraphie, Kapitel 7. Tinten von Valenwald. Von Alanya. Von Alimnor. Eine oft übersehene Tatsache bei der Benutzung von Tinte ist der Kalligraph nicht der einzige Faktor. In seiner kontrollierten Umgebung kann der Künstler präzise durch Farbe und Form kommunizieren und den Leser über die Seite hinweg ansprechen. Man vergisst leicht, dass externe Faktoren wie das Wetter oder die Temperatur die Anforderungen eines Kalligraphen erheblich verändern können. Beispielsweise wird er in der feuchten Hitze, tief im Wallenwald der beliebten Tintenart, zarte Mitternacht, dieser Stützpfeiler der anspruchsvollen Kalligraphie von Alinor einfach nicht trocken. Wenn man das Blatt seitwärts dreht, läuft die Tinte direkt von der Seite. Undenkbar im gemäßigten Klima von Alinor, aber Tagesordnung an einem Ort, der nur eine Schiffsreise entfernt ist. Und so verwendet der Einheimische eine Tinte, die sogar unter Wasser trocknen kann. Muss mal eben kurz das Licht hier eben umdrehen, weil das nervt mich so ein bisschen. So, schon kann. Unfug für einen Schriftgelehrten an einem komfortablen Schreibtisch, aber enorm wichtig für einen Kundschafter, der inmitten eines tropischen Gewitters ein dringendes Zen-Schreiben verfassen muss. Ein weiteres bemerkenswertes Weiterentwicklung von der Tinte von Valenwald ist es, dass sich viele Sorten im Dunkeln leicht leuchten. In einer gut beleuchteten Stadt wie Alinor gibt es nur wenig Bedarf an solchen Dingen.
In der tiefen Dunkelheit des Waldes, wo man nicht einmal mehr den Schein des Mondes hat, ermöglicht das sanfte Leuchten der Tinte den mit guter Sicht das Lesen wichtiger Dokumente. Ein letzter wichtiger Punkt. Es werden allgemein Tinten verwendet, die auf verschiedene Oberflächen gut verwendet werden können. Hochwertiges Pergament ist seltener und sogar Papier kann je nach Glauben der ansässigen Boss mehr schwer zu beschaffen sein. In Alinor wäre es undenkbar, ein Sendschreiben auf Laub oder einem flachen Stein zu verfassen. In den Tiefen des Waldes kommt es häufig vor und wird sogar bevorzugt. Die bereits erwähnte Tinte Zarte Mitternacht wird hoch geschätzt, obwohl sie auf Papier nutzlos ist. Wenn sie auf einer bestimmten Art hochporösen Stein verwendet wird, bleibt sie beständig, bis sie heftig abgeschüttelt wird. Ich glaube, das nennt sich Lasertoner. So kann man Stein und Tinte erstaunlich lange wiederverwenden, da die Tinte nicht richtig trocknet, kann man geschriebene Worte oft mehrere Monate überdauern. Eine Tinte, die in Alinor also ganz gewöhnlich ist, ist unter den Bossen eine wertvolle Rarität, da in deren ganz anderen Umgebung Eigenschaften unsere Tinte entdeckt werden, die wahrscheinlich sogar altmährischen Meisterkalligraphen unbekannt sind. Ich habe vor, meine Studien der Tinte auf den Festland von Tamriel fortzusetzen und ich werde diese Reihe um weitere Kapitel erweitern, die ich an die Schriftgelehrten in Alinor schicken werde. Okay.